Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr im ersten Teil schon gesehen habt, zeige ich euch jetzt dieses Aquarium und welche Fische und Pflanzen ich darin beherberge. Es bleibt spannend, also bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und zu abonnieren oder zu kommentieren, was ich in meinem Aquarium noch für Pflanzen anschaffen könnte. Ich freue mich über jede Kritik und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wie ihr hier seht, habe ich in meinem Aquarium Guppies in verschiedenen Arten. Manche sind blau, einer ist, glaube ich, lila. Und hier sieht man auch schon die Blasenschnecke. Die ihr im letzten Video gesehen habt, waren auch alles Blasenschnecken im Aquarium unten. Also in dem kleinen. Hierbei handelt es sich ja um ein mittelgroßes Aquarium. Und hier ist jede Menge Betrieb, man kann sehr viel beobachten. Fische schwimmen vorbei. Man sieht die Moosbälle, die man am Grund hat. Die tragen auch dazu bei, dass das Wasser mit ordentlich Sauerstoff und CO2 versorgt wird. Also für einen CO2-Sauerstoff-Ausgleich eher gesagt. Und das ist insbesondere auch gut, wenn man Fische hat, weil dadurch sich das gesunde Ökosystem erhält. Und nur für den Fall, dass das nicht reicht, haben wir hier noch eine Pumpenanlage. Die pumpt mehrere hundert Liter im Monat Wasser durch das Aquarium. Und natürlich die wunderschöne Wasserpest, die man hier sieht. Die wächst vom Grund bis nach oben. Und noch einige andere Unterwassergrasgewächse. Wenn wir mal hier näher rangehen, sehen wir den blau schillernden Guppy und den Unterwassertaucher beim Schiffswrack und natürlich überall die Blasenschnecken. Und zwar ist das Interessante an den Blasenschnecken, dass es zumeist die Sorte der Quellblasenschnecke ist, um die es sich handelt. Und die vermehrt sich sehr schnell und ernährt sich von dem grünen Pflaumen und den Algen, die man hier an den Rändern leicht erkennen kann, angedeutet. Also es ist moderater Algenbewuchs. Die Moosbälle, die filtern das Wasser auch teilweise, aber trotzdem sieht man diesen grünen Pflaumen, der sich ansiedelt an den an der Wasserpest. Und wenn man genau hinsieht, kann man hier auch sogar die Schnecken erkennen, wie sie sich von den Pflanzen ernähren, von den Mikropflanzen. Und wenn wir nach hier hinten schauen, dann können wir sogar, also am Computer können Sie jetzt erkennen, dass in diesem ganzen Geflecht unzählige von den kleinen Blasenschnecken sich befinden. Und die Blasenschnecke gehört zu den effektivsten Algenvernichtern und sollte deshalb in keinem Aquarium fehlen. Die Population passt sich besonders schnell dem Nährstoffangebot an. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, das bedeutet, dass eben halt je mehr grünen Algenbefall sie im Aquarium haben, desto mehr Schnecken werden sie, desto höher wird die Schneckenpopulation sein. Und sobald dann die Verunreinigungen entfernt sind, wird sich die Population wieder dezimieren. Dann reduziert sich die Menge der Blasenschnecken sehr rasch, aber einige Exemplare überleben immer, sodass im Notfall bzw. im Anstieg der Algenkonzentration auch die Population der Blasenschnecken wieder zunimmt. In dem anderen Video konnte man sie auch in dem Nano-Aquarium erkennen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und lasst auch gerne den Daumen nach oben da, wenn ihr was gelernt habt. Hierbei handelt es sich jetzt um ein ungefähr 160 Liter Aquariumtank mit einer maximalen Kantenlänge von 80 cm. Also ungefähr 3 bis 4 Mal so groß wie der NanoCube, den ihr im anderen Video unten gesehen habt. Nur als Vergleich. Und ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, sich auch weiter über die Blasenschnecken und die anderen Schneckenarten zu informieren. Ich werde noch weitere Videos dazu hochladen, auch über Schnecken im riesigen Aquarium. Also ein Abonnement wird sich auf jeden Fall lohnen. Und vor allem ist es auch kostenlos, also würde ich mich über jeden einzelnen Aquarianer von euch freuen, der mit in meinem Kanal in der Community mitwirkt. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder herein. Euer Aquarianer.